So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet mit fruchtiger Ananassoße. Ananas. Ja, habt ihr jetzt nicht verstanden? Ich weiß, gut, ich zeige euch das mal. Wir haben nämlich einen Curry King gefunden und Curry King müsste eigentlich jeder kennen. Curry King von Maika, hier jetzt neu. Curry King Hawaii Style mit fruchtiger Ananassoße. Ich weiß nicht, wieso ich das immer so dumm ausspreche. Mit fruchtiger Ananassoße. So, alles komplett. Curry, Spicker auf der Unterseite. Habt ihr alles hier drin. Curry-Bockwurst mit fruchtiger Soße, genau. Spezial Curry. Ich habe langsam gar keinen Überblick mehr, was es alles gibt vom Curry King. Ihr habt den Curry King normal. Ihr habt den Curry King XXL. Ihr habt den Curry King Geflügel. Curry King Vegan. Ihr habt Curry King Extra Hot, Curry King Hawaii. Das andere war wieder was anderes, da gibt's so billig nachgemachte Curry King Firmen, die machen auch einen Curry King Greek Style, griechisch mit irgendwelcher Knoblauchsoße und so weiter. Aber Curry King Hawaii spaltet, denke ich mal, wieder die Meinungen der Leute, was ich nicht verstehen kann. Denn es gibt Leute, die sagen, Hawaii-Döner, was ist das denn? Weg damit. Wo ich mir denke, was ist daran so schlimm? Die Leute essen auch Hawaii-Schnitzel. Also sie essen Schnitzel, damit Käse, Schinken, Pfirsich überbacken, Ananas. Es gibt aber auch dieses Florida-Schnitzel mit Pfirsich, Schinken, Schnitzelzeug, alles drauf. Ihr esst Hawaii-Pizza. Ihr esst Hawaii-Toast als Vorspeise in jedem Restaurant, aber sobald jemand Hawaii-Döner sagt, dann brechen die Leute reihenweise auf den Tisch und das ist für mich nicht sinnvoll, das ergibt gar nichts. Wir wollen den jetzt mal testen, wir wollen den jetzt mal aufmachen, wir müssen hier unten aber noch den Zippel abziehen, haben wir nämlich hier noch Zippel ab, nicht Dödel ab von Guano Ape, sondern Zippel ab. Wir haben hier den Spießer drin, wir haben hier die Soße drin und wenn wir den Adi ärgern wollen, können wir jetzt auch noch so machen. Adi, guck mal. Adi, was ist los? Adi, nein, Adi. Ach, guck doch mal, die arme Katze. Guck, wir machen das ab und legen es hier hin. Und wenn er jetzt dran rumschnüffelt, dann hat er es gleich wieder im Gesicht. Och, Adi, kleine Süße. Süßer! Ist der bekloppt? Jetzt geht er da hin und will das fressen und dann klebt doch eh alles rum. Da willst du ihn ärgern und was macht er? Adi, gib das her. So, wir machen jetzt auf jeden Fall die Currywurst warm. Wir machen jetzt auf jeden Fall die Currywurst warm und melden uns gleich zurück, wenn die... Wenn die Currywurst fertig ist. Okay, ich glaube, man kann den nicht ärgern. Ja, und nu? Oh, süß, Baby! Nein, da ist Kleber dran. Gib das her, lass das in Ruhe. Nein, Adi, nein, mach das nicht. So, wir melden uns zurück, wenn die Currywurst fertig ist. Bis dahin, peace out, vorhauen. Euer Ramses. So, die Currywurst ist jetzt fertig mit fruchtiger Ananassoße. Ne? Adi hat sich auch wieder beruhigt, so wie es aussieht. Wir haben jetzt so lange mal ein paar Dominosteine aufgebaut. Das sind Toasts, getoastete Toasts. Und das habe ich vom Ismo gelernt. Wenn die Toasts fertig sind, baut er die nämlich auch immer so auf, dass da noch, dass die noch nachziehen. Ja, dann werden die noch ein bisschen knuspriger. Wenn ihr die nämlich so wie sie sind nehmt und legt die einfach auf den Teller, dann wird der Teller nass, das schwitzt alles und das ist dann nicht so knusprig, wie wenn ihr erst kurz noch ein bisschen abwartet. Jetzt haben wir hier unsere Currywurst, ne? Sieht auf jeden Fall aus wie eine Currywurst. Wir holen mal den Spießer hier raus, obwohl ich jetzt schon weiß, mit dem Spießer zu essen ist total oberasozial, so wie mein Oberteil. Das schmeckt einfach nur nach Holz dann. Das ist richtig räudig. Am besten ihr nehmt einen Löffel, damit ihr auch genügend von der Soße mit abbekommt. Wir wollen es fürs Video jetzt aber erstmal so machen mit dem Spießer. Und wir haben hier noch das Spezial Curry für den Spießer und die Currywurst. Wurscht. Das machen wir jetzt auch auf. Kippen das mal drüber. In der Hoffnung, dass der Adi nicht alles wegschnupft. So, Moment, wir machen das mal hier. Guckt euch das doch an. Guckt euch das an. Seht ihr das, wie euch das anguckt?
Ach toll, da ist. Junge, die Packung hält alles fest, alles zurück. So, jetzt haben wir das alles da drauf geknallt. Adi guckt auch schon, der ist auch interessiert, ob das jetzt was ist oder nicht. Vielleicht kriegt er nämlich dann die zweite Portion. Spaß, wir haben natürlich nur eine Packung. Kauft nie, wenn ihr irgendwas Neues seht, gleich einen ganzen Vorrat. Ihr wisst nie, wie das schmeckt. Wenn das nichts ist, ihr werdet es bereuen. Das dürfte aber trotzdem noch was schmecken. Schön fruchtige Curry-Tomatensoße, denke ich mir so. Mit Ananasgeschmack, Currypulver, Wurst. Was soll da schon schief gehen? Wir nehmen uns jetzt mal hier hinten ein Stückchen raus. Das sieht gut aus. Das ist nämlich schön fett. Wälzen das jetzt ein bisschen durch die Soße. Und irgendwas hat einen ganz komischen Geschmack. Ich glaube, richtig zu Fleisch, zu Schnitzel, so eine Ananassoße passt. Döner geht auch noch, ist viel Salat mit dabei, alles frisch. Diese Kombination aber hier mit Currywurst und Ananas, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auf dem Fleisch rumgekaut. Irgendwie habe ich immer so eine süße Note gehabt. Irgendwie hat das so ein bisschen... weiß ich nicht, also ich kann den Geschmack schlecht beschreiben, hat ein bisschen was von Ananas, ja, okay, aber irgendwie schmeckt es auch ein bisschen anders, ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, übelst genial, müsst ihr unbedingt kaufen, aber wir probieren mal nochmal, essen mal ein Stück Toast hinterher. Okay, Genuss ist auf jeden Fall anders. Es ist ja eigentlich noch heiß, aber irgendwie schmeckt das, als wäre das kalt und abgestanden. Obwohl, wenn ich mir die Wurst in den Mund stecke, merke ich, die ist richtig noch warm. Die kam ja gerade erst frisch aus der Mikrowelle. Aber der Geschmack, dieser komische, süßliche Geschmack, schmeckt wie eine alte Ananas-Stückchen-Dose, die ihr euch aus dem Kühlschrank gerade rausgekramt habt. Ich denke mal, je mehr man isst, desto mehr gewöhnt man sich dran, aber das kann ich verstehen, dass die Leute dann sagen, dass das was Perverses ist, dass das ein bisschen zu eigen ist. Also wer bei Hawaii Toast sagt, Igitt, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Wer bei Hawaii Pizza oder Hawaii Döner was sagt, das passt alles zusammen, schwöre ich, das kombiniert sehr gut, aber diese Currywurst mit Ananassoße, so wie es aussieht, sind da auch so vereinzelt Ananasstückchen drin. Wenn das Ananas sein soll, finde selbst ich alles ein bisschen zu gewöhnungsbedürftig. Also könnt es natürlich gerne mal testen. Wenn ihr das schon getestet habt oder das schon mal gesehen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr das gegessen habt und ihr sagt, dass das übelst genial ist, schreibt es mal rein. Für so richtige Ananas-Fans ist das bestimmt eine coole Sache. Aber ich finde die normalen Currywurst-Teile einfach besser. Da brauche ich diesen süßlichen Geschmack nicht dabei. Ich möchte es lieber scharf statt süßlich. Das schmeckt immer so, als wäre wirklich irgendwas mit drin, was da einfach nicht reingehört. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.